Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ark auf Valhalla. Die letzte Episode ist ja schon eine ganze Weile her. Und heute sind wir sogar mal zu viert, denn der Christian ist auch noch mit dabei. Hallöchen. Und Hiro und Mario natürlich auch. Ich bin ja abwesend. Mario ist immer unpässlich, ja. Hirntot. Ja, das stimmt. Ja, jetzt hat er ja schon Kaffee. Ja, wir machen uns heute mal auf den Weg zur Arena, denn dort wartet Christian auf uns. Und was es dort zu sehen gibt, das werdet ihr dann sehen. Ich folge jetzt einfach mal Hiro und Mario, bevor ich mich hier verfliege. Ich war so lange nicht hier. Du musst doch nur geradeaus fliegen. Ja, das ist jetzt hier, du weißt, und so. Geradeaus ist manchmal auch schwer. Ja, die letzte Folge auf Valhalla ist ja doch schon eine Weile her, vor der Gamescom haben wir die aufgenommen. Und wir haben schon gemerkt, dass einige das vermisst haben. Aber wir hatten ja, wie gesagt, während der Gamescom keine Zeit, jetzt irgendwie noch was zu drehen. Und vorher war auch ein bisschen knapp mit der Zeit. Deswegen gab es bisher nur Primitive Plus. Das stimmt, ja. Und an der Stelle gleich auch mal der Hinweis für alle, die es noch nicht im Stream mitbekommen haben damals und aus den letzten Folgen noch nicht so ganz rausgehört haben. Die Zeit auf Valhalla neigt sich dem Ende zu und ja, das bedeutet aber nicht, dass es hier bei uns kein Ark mehr gibt, denn Primitive Plus hat ja bei uns schon angefangen und mit Primitive Plus geht's dann auch weiter. Valhalla wird noch seinen feierlichen Abschluss erleben, das Ganze wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Christian ist da schon fleißig am Plan. Das stimmt, ja. Genau, und was da alles so kommen wird, das werdet ihr dann natürlich sehen. Ja, es wird wieder geil. Es muss einfach, ne? So wie damals. Dieser Druck. Dieser Druck. Alles super. Ja, aber trotzdem war eine sehr, sehr schöne Zeit hier auf Valhalla. Mit Höhen und Tiefen, wie sich das so gehört im Dino-Leben. Ja. Und mit Primitive Plus wird alles noch blutiger, glaube ich, denn es wird auf jeden Fall den Titanosaurus geben und den Giganotor wird es auch geben. Ich bin mal gespannt, wann er das erste Mal in die Base reinlatscht und alles niedermetzelt. Ich hoffe, nicht zu früh. Aber mit Primitive Plus sind die Verteidigungsmöglichkeiten ja jetzt auch nicht so rosig, muss ich sagen. Also von daher, wir sollen mal gucken. Ja gut, ich meine, zu spät sollte er auch nicht kommen. Nicht, dass man gerade fertig ist mit Bauen und dann kommt er angelatscht. Ja, wahrscheinlich halt brauchst du dann so eine Stachelbarrikade hin, da latscht der Titano drauf und dann rastet er aus. Rastet aus und dann splittert ein Zeh. Und dann eskaliert das. So, weiß ich nicht, Splitter in der Fußzehe, genau. Für mich wäre es lieber, er erwischt mich mit Level 2 beim Bärenpflücken. Das wünschst du dir. Aber das ist ja schon vorbei bei uns. Das stimmt. Ja, dann geht mal in euch. Naja, wahrscheinlich dann Level 50 Bären pflücken und da kommt er trotzdem, weil immer noch Leinenklamotten an. Ja. Er gibt ja schon ein paar Planungen quasi, was Primitive Plus auf die Island angeht. Im Prinzip, wir werden irgendwo im Redwood-Biom siedeln als Tribe mit ein paar anderen zusammen. Also wir sind ja nicht mehr allein unterwegs, sondern halt mit Teilen der Sturmmäntel in einem Tribe, da wir gemerkt haben, dass wir alleine halt auch nicht so schnell vorankommen und uns halt irgendwie noch ein bisschen Hilfe dazu geholt haben. Beziehungsweise uns als Klotz, den ans Bein gehängt haben, kann man ja auch so ausdrücken. Von daher sollte es einigermaßen passen. Also wir sind nicht mehr allein unterwegs. Und ja, das restliche Gebiet außenrum ums Redwood-Biom oder um die Base rum ist Open-PvP-Gebiet sozusagen. Mit ein paar kleinen Einschränkungen, aber ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich auch. Ob die Leute sich mal ganz aufs Maul hauen. Insekten töten hier. So. Ich denke mal, gerade mit Primitive Plus wird PvP ja nochmal eine extra Erfahrung. Das stimmt. Und ich möchte gerade mal wieder erwähnen, dass ich mich verflogen habe. Also nicht ernsthaft verflogen, aber ich bin gerade auf die Insel geflogen, anstatt nach unten. Ja, guten Morgen. Ich war lange nicht da. Also ich bin bei der Arena jetzt. Ich bin auf der Landeplattform. Ich bin bestimmt auch bald da. Ich bin auch schon lange da. Ja. Das ist die Landeplattform. Da, wo Mario und ich stehen. Ach, wo die Brücke hingeht, ne? Ja. Das wäre für mich wieder so eine geile Stellenangabe, ne? Da, wo Mario und ich stehen. Ja, und wo, ne? Auf der Landeplattform. Ja. Das große PW. Oh, Hiro, wie hast du denn geparkt, sag mal? Ah. Siehst du, geht doch. Ich bin hier der Veranstalter, ich darf auch mit dem AFC hier stehen. Besser, Mario? Ja, besser. Mal gucken, wie Annie gleich noch hier landet. Ja, nu. Bin auf jeden Fall schon in der Nähe. Schon? Weißt du, dieses Schon, das ist echt ein Witz. Was denn? Da kommt sie. Guck mal hier, wow! So. Und gleich mit Partyhütchen. Ja, den hat Aufklärungsdröhnchen nicht mehr abgesetzt. Fand Dröhnchen so toll. Dröhnchen, ich werde dich vermissen übrigens.
Und Röntgen ist gar nicht so langsam, ne? Nee, Falls das es ihm stimmt. aufgefallen ist. Ja, schön, dass er den Super eingeparkt hat. Wir können auch direkt gleich weiterfliegen, wenn wir wollen. Wir wollten ja nur mal zeigen, dass wir es können. Ja. Ja, ich wollte euch so ein bisschen das Event jetzt für Freitag vorstellen. Natürlich nicht zu viel verraten. Ein paar Überraschungen sollen auch dabei sein. Aber wir fliegen mal zum Startpunkt, den wir gestern schon mal gebaut haben. Oh ja, krass. Da baut sich was auf. Oh ja, es baut sich auf, genau. Ja, also ne, für diejenigen, die sich jetzt fragen, was da los ist, am Freitag gibt es wieder ein Special-Event von Christian geplant und wir sind sehr gespannt, was da rauskommt. Oh, es ja. klingt auf jeden Fall schon mal sehr unterhaltsam, also wenn ihr Bock habt reinzuschauen, dann immer einschalten. Ne? Genau, ab 19 Uhr geht der Stream los am Freitag auf Twitch. Link im in der Videobeschreibung, wie immer. Es wird auf jeden Fall blutig und tödlich. Immer locker hängen lassen. Ja, also ich sollte vielleicht mit den Fliegern runtergehen. Okay. Also oben ist die Plattform zum Landen für später. Und hier unten ist dann der Warteraum, während ich euch dann im Stream die ganzen Einzelheiten erkläre. Ja, hier unten sind schon verteilt Grappling Hooks und Armbrüste, damit man da diese Wand überhaupt hochkommt. Oh mein Gott. Während der Wartezeit habe ich hier schon mal Generator und Fleisch und sowas gefarmt, dass ihr, über das die Wartenden quasi sich köstigen können. Hm. Also falls ihr jetzt Hunger habt, ist genug da. Ja, ach, ich habe ein bisschen was mitgenommen hier extra. Ich darf noch nicht reingucken, das ist abgeschlossen, verdammte Axt. Tja. Ach so. Ich habe übrigens auch erstmal in der Küche jetzt vorne ein Schloss angebracht am Kühlschrank. Anni hat nämlich meine Cola geplündert. Na und? Da musst du durch. Ja, weißt ja, aber gut, dass wir den Test machen, nicht, dass ich dann schon unterwegs bin und so unlockt. Sollte natürlich für jeden zugänglich sein. Also auch die Kisten sind für jeden zugänglich. Mhm. Und da ist auch eine Axt drin. Jetzt kein Bier? Was ist denn das für ein Service hier? Ja, man muss ja auch oben noch treffen können, ne? Daraufhin kackt Mario hier gleich Stimmt. noch mal die Füße. Wunderbar. Boah, das ist ja echt eine krasse Wand hier. Bin ich ja mal gespannt. Ja, geiler wird's noch, wenn man dann oben steht. Wir müssen aber nach oben fliegen. Schon geil hier. Und dann muss man springen, oder was? Genau. Und in den Kisten sind Fallschirme. Deswegen auch das Schild, das neue. Fleisch am Schirm. Genau. Und ich hoffe, man sieht, also ich sehe so auf jeden Fall die Landeplattform da unten. Wir hängen so ein bisschen ineinander, Jo. Ach, da in der Mitte, alles klar. Moment, ich. Ah, ich sehe es da, auch. Okay. Ach, wie krass. Na super. Dann, da habe ich ja eher schon Anni angedroht, ne, das wird dann der erste Filter sein. Ja, das ist der erste Filter. Der erste Filter wird wahrscheinlich sein, ob der Fallschirm überhaupt aufgeht oder nicht aufgeht. Ja, deswegen sind doch für jeden drei Fallschirme dabei. Das ist schön. Als wenn das hilft, wenn man gerade am Abstürzen ist. Ja, ich habe es getestet, also man muss ein bisschen Anlauf nehmen. Und dann sollte man auch wirklich hier auf dieser Plattform landen. Alles andere zählt nicht. Zählt nicht. Was soll ich sagen? Man kann da zwar landen, aber man sieht ja, es ist abgezäunt. Es wird kein Spaß. Es wird nicht weitergehen, quasi für denjenigen. Nicht weiter. Es wird zwar dafür gesorgt, dass er nicht verhungert, aber ja. Ja, das ist cool. Das Event wird so im Prinzip ein bisschen wie Takeshis Castle sein. Also es wird dann halt aussortiert immer wieder bei jedem neuen Gebiet hier, quasi bei jeder neuen Hürde, Aufgabe, Hindernis, was auch immer. Und es werden dann zum Schluss halt immer weniger. Also das heißt dann quasi Last Man Standing, also es war ein Vorschlag von einem Zuschauer. Ich hoffe, ich habe das ganz gut umgesetzt, dass er das dann, dass ihm das auch gefällt. Ja, Nick, du kannst ja schon mal, wenn du dich jetzt hier angesprochen fühlst, kommentieren, ob das, was Christian jetzt gerade hier schon zeigt, so deinen Anforderungen genügt. Also mein Tipp ist, es werden gleich beim ersten Hindernis alle ausfallen. Gut, also ich schaffe das locker hier runter. Ja, wir werden sehen, Hiro. Hiro, ich schneide ein Loch in deine drei Fallschirme. Du hast Schwanz noch. Scheiße. Also, ihr seht ja dann da unten hier diese drei Türen, ne? Nur die mittlere Tür führt quasi raus, die anderen sind eigentlich für Dienstboteneingänge oder Ausgänge. Ah, ja. Die waren zum Bauen halt notwendig. Die sind aber gelockt. Ja, den weiteren Weg, durch. Ne, den habe ich so, ich sag's jetzt mal ganz grob gesichert. Mhm. Wir laufen aber auch Kanus und Raptoren und anderes Viehzeug rum. Das heißt, es kann sein, dass hier der eine oder andere auch noch auf der Strecke bleibt. Oh ja, ich höre hier gleich Kampfmusik, ja richtig gut. Ey, was war denn das schon wieder? Irgendwelche Raptor. Komm mal her, ich muss mal kurz hier was erledigen. Komm. Ja, das ist jetzt schon mal quasi der Vorführeffekt. Wenn ja, man allerdings werde ich dann kein Tyrannodon hier haben. Nee, du wirst dann zu Fuß unterwegs sein. Und nur mit Ledersachen.
Nur Ledersachen. Und die Axt ist keine erlaubte Waffe. Also ihr habt keine Waffen eigentlich dabei. Und die Axt ist nur für, keine Ahnung was. Nur für die Kisten oben, für die Fallschirme. Mhm. Einfach um zu verhindern, dass den anderen Mitspielern irgendwie die Fallschirme geklaut werden. Und das Böse mit den Tötchen, ja, alles klar. Also das ist der nächste Raum. Da können wir auch mal drauf oben landen. Da mal durchlaufen. Wahrscheinlich bricht jetzt gleich das Glas zusammen, wenn wir ja alle oben drauf stehen. Ach, okay. Und hier muss man... Ja, ich bin jetzt runtergesprungen, also die können wir dann pfeifen mit die Viecher, also die Vögel. Mhm. Ja, okay. Genau, also die Türen sind wieder unlocked. Okay. Das ist dann die... Irgendwas kämpft hier schon wieder. Kompi. Glaube ich. Ja, so ein kleiner Zwerg. Ach, und hier sind dann die Schaulustigen oben, ja? Ja, nennen wir es Schaulustigen. Also da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, also der Titel sagt ja ein bisschen was, also eigentlich wollte ich den Raum Furzwellenraum nennen oder Drehkammer oder irgend sowas, aber ja. Also hier wird noch ein bisschen Deko entstehen, so ein bisschen Grasland, das werden ja die Leute dann im Stream sehen oder vielleicht basteln wir heute noch ein bisschen was. Ja. Und wer dann bis hier hinten hinkommt, der hat dann auch gleich den Ausgang quasi. Theoretisch. Wenn man bis dorthin kommt, das ist genau. Die Frage. Uiuiui, na, ich bin gespannt, was uns hier in dem Raum erwartet. Das klingt auf jeden Fall echt spannend. So, dann kann ich mal dicht machen. Oh, da muss ich auch mal wieder raus. Das wäre der kurz gesicherte oder auch knapp gesicherte Laufweg hier. Also wenn da irgendwie was Garstiges kommt, so ein, weiß nicht, Kano oder ein T-Rex oder was, dann könnte das spannend werden. Kann um die Zäune rumrennen. Ja. Ja, also ich habe vorhin hier drei Raptoren und ein Kano gekillt. Also super. Es wird spaßig, dass man hier auch... Ja, einfach Slalom laufen kann. Soll ja auch nicht so einfach werden, ne? Wir müssen vorher einen Mindwipe-Trank reinschütten und dann einfach alles auf Verteidigung und Lebenspunkte, dann haben wir wenigstens eine Chance. Ich glaube, Server speichern gerade. Ja gut, also wenn einem zwischendurch die Ausdauer ausgeht, ne, dann... Ja. Ach, Server speichern. Ne, ich konnte hier drin nicht landen, das ging mir nebenan. Deswegen. Ich dachte auch schon. Ach, der folgt mir ja noch. Nicht nach unten schauen. Okay, also unten ist ja eigentlich nicht so viel, aber. Nee, aber wenn man hier reinkommt, natürlich nicht durch die Tür. Wer drängelt denn hier? Wer steht denn hier im Weg? Ich Tora. Weiß nicht, Tora. Oh. Ja, also man muss dann schon ein bisschen Balance halten. Also für gekonnte Läufer ist das kein Problem. Ich lasse mir da mit Sicherheit noch was einfallen, dass das ein Ich möchte mal sagen, ich kann Jump Muan, ne? Also von daher. Wir werden sehen. Also läuft. Wir haben das ja schon gesehen, dass du das nicht kannst. Und jetzt kannst du es in Arc auch nochmal beweisen, dass du das nicht kannst. Also im Prinzip. Und außerdem muss man erstmal bis hierher kommen. Ja, eben. Es wird ja vorher schon aussortiert. Ja. Wahrscheinlich direkt beim Laufen oder sowas. Oder wahrscheinlich gehen die Grappling Hooks aus und man kommt gar nicht aufs Leben. Man muss da verharren, bis der Kühlschrank leer ist. Wahrscheinlich. Ja, wer runterfällt, da warten so ein paar Viecher auf ihn. Und ich habe gedacht, nachdem ich ich habe jetzt das noch nicht angefangen mit Bauen, weil da wie gesagt viele Blutegel rumeiern und auch viele. Piranhas. Habe ich jetzt noch nicht mit angefangen. Hier soll noch ein Heilbecken entstehen. Was dann in so einem Halbbogen quasi zur Arena führt, zum Haupttor. Schwimmforest schwimmen. Wo dann auch so ein paar Überraschungen auf die letzten, die aussortiert werden müssen, warten. Okay. Also selbst wenn man bis zum Ende gekommen ist, es gibt immer noch irgendwas zu tun. Nein, das ist ja noch nicht das Ende. Das ist ja quasi Last Man Standing, soll das ja heißen. Und es kommen ja nur definitiv drei oder fünf Leute, je nachdem wie viele sich noch melden hier auf dem Server, kommen überhaupt erst ins Endspiel. Also das ist ja nur das Qualifying. Ach so, das setzt aber voraus, dass überhaupt 3 bis 5 Leute ankommen. Ne, also vielleicht ist auch vorher schon alles vorbei. Ja, ansonsten werden nochmal extra Punkte vergeben, keine Ahnung. Was kämpft da hinten? T-Rex kämpft da hinten. Und dann wo kommt man hier an? Ist auf der anderen Seite auch irgendwas dann? Ja, da kommt dann die Arena und dann machen wir quasi einen kleinen Nachrichtenblock. Der gesprochen wird von Baloo und Max, heißt er, genau. Mhm. Zwei Jungs vom Server. Und danach kommen wir dann quasi zum Endspiel, wo dann die es geschafft haben, es dann doch nicht mehr schaffen. Außer einer natürlich. Der Last Man.
Also es wird sich dann quasi gekloppt und geprügelt, bis noch einer steht. Geil. Ohne aber, Zähne, ohne alles. Ja, es gibt dann ein paar Kisten, die man so finden kann. Da sind dann Waffen drin, aber keine Munition. Irgendwer hat dann vielleicht die Munition. Den muss man erst umhauen. Wenn man weiß, wer es ist. Genau. Aber wie gesagt, in der Arena habe ich noch gar nicht angefangen. Ja. Das werde ich dann übermorgen machen. Ja, Mario rennt also, hier gerade durch die Arena. Ne, ich muss ja mal gucken, was hier los ist. Arena-Luft schnuppern. Schon mal hier, ne? Schon mal gucken. Da unten los, was im Kolosseum los ist. Ja, krass. Das ist ja echt spannend. Und Deko wird jetzt noch benötigt für den Furzwellenraum, ja. Also Furzwellenraum, beziehungsweise diesen, ja, da wo die Catwalks sind. Ja, okay. Da drunter so ein bisschen, ja, ein bisschen schnuckelig machen, sage ich mal, dass das, was da unten dann wartet, sich nicht so steril fühlt. Oh, ja, aber ich muss auch vorsichtig sein, was ich sage, weil sollen ja die Community-Mitglieder noch nicht wissen, was da so genau passiert. Ein paar Überraschungen wird es schon noch geben. Ey, was ist hier los? Hiro? Was nicht? Du hast mich gegrapscht. Nein, Hiro lässt mich fallen. Hiro, der Grapscher. Ja, also Hiro ist nur Grapscher. Am Grapschen, wollte ich mal sagen. Ich habe die Hälfte meiner Lebenspunkte verloren hier übrigens. Ja, der kann heute irgendwie, das war gerade Müllermann übrigens, hier kann irgendwie der Hiro heute seine Hände nicht bei sich behalten. Hiro war vorhin schon im Dodo-Stall. Da war ich so vermisst. Wahrscheinlich war Hiro auch auf der Gamescom und da waren nur alles... Da waren keine Dodos unterwegs, weißt du. Keine Frauen unterwegs oder so. Aber wir waren noch da, Hiro. Ja. Ja, aber da stand so wahrscheinlich genau in dem Anime, da hat er sich mit dem Grabbeln nicht getraut. Genau. Ja. Das ist halt schon vergeben. Geht halt nicht, ne? Da wird nicht gegrabbelt. Und wie ein Dodo sehe ich auch nicht aus. Jeweils gerade nicht. Das können wir ändern. Ach, schön. So. Ja, warte mal ab, wenn du morgen früh aufwachst. Wie du deine Hose siehst. Bitte. Mit dem Indianerschmuck. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht das Endspiel überleben werde, wenn ich überhaupt bis dahin komme. Denn, ja, dafür habe ich mich bisher zu noobig angestellt. Der Weg hierhin, der ist noch, glaube ich, vielleicht ein bisschen machbar. Mit ein bisschen Glück, aber ansonsten, ja, könnte schwierig werden. Ja, der Vorteil, beziehungsweise auch Nachteil für euch ist, ihr kriegt 45 Sekunden Vorsprung. Mhm. Das ist ja immer so eine Überlegung, was man bei so Events dann machen muss. Das bringt ja nichts, wenn Mario dann gleich ausscheidet. Aber irgendwie irgendwas schenken ist auch doof. Mhm. Insofern denke ich mal, sind 45 Sekunden angemessen. Und vor allem erhöht das dann auch den Druck auf euch, weil ihr wisst, da hinter euch ist dann eine Meute von 10, 15 Spielern, die euch eigentlich überholen wollen, weil sie auch im Endspiel landen wollen. Sag mal, darf man sich eigentlich zwischendurch prügeln? Kann man machen, ja, ist aber nicht zwecksdienlich. Also, oh, wenn du jemanden von dem schmalen Steg darunter prügelst. Ja, eben. Das habe ich eben versucht, ich habe die ganze Zeit daneben gehauen. Muss doch noch üben. Auch schön. Ja, also. Man kann es gern versuchen. Ist aber ein Risiko. Also ich werde das so einstellen, also die ganzen Items verteilen und so weiter, dass wirklich quasi hier aus diesem Teil maximal 8 Leute rauskommen. Okay. Dass dann quasi nochmal 2 im Haifischbecken draufgehen und 5, 6 dann im Endspiel landen. Oder auch mit 5 oder so, oder auch mit 3. Mal gucken. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Spieler überhaupt sich melden. Ja, klar. Davon hängt es ja immer ab. Wenn sich nur 5 melden, ja gut, dann können wir uns die ersten 3 Hindernisse in Ruhe angucken. Dann landen halt 2 im Haifischbecken als Haifutter und dann, ja, stoppen sich 3 dann quasi mit Krone. Ja, das wird auf jeden Fall sehr lustig, glaube ich. Ja, ich bin echt mit gespannt, wie das dann Takeshis Castle hier in Ark. Ja, Takeshis Castle habe ich früher richtig gerne geguckt. Immer nach der Schule lief das. Boah, da gab es aber echt Scheißprüfungen. Ich dachte, mein Gott, das ist so stulle, dass es schon wieder geil ist. Vor allem teilweise muss es auch wirklich wehtun. Ey. Oh ja. Naja. Ja gut, also es wird auch hier wehtun. Es muss wehtun. Es wird auf jeden Fall Tote geben. Das können wir schon mal versprechen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Wir werden mal schauen. Huch, ich wollte dich mal mitnehmen. Aber ich krieg das gerade gar nicht hin hier. Jetzt. Was? Ey! Och man, Hiro! Hiro drängelt immer. Hiro nimmt mich immer mit. Ich habe gar keine Chance. Ich wollte Christian noch nach oben schleppen. Dröhnchen, komm her. Ja, cool, ne, aber dann können wir ja wirklich noch so ein bisschen rumdekorieren. Also, der Kasten steht ja da. Ja, was auch immer.
Ja, was auch immer dann da drinstehen wird. Ja, das war der letzte hier, oder? Oh, nee, der vorletzte, oder? Nee, der letzte. Also der vorletzte, da wird es noch ein paar andere Sachen noch geben. Also der letzte hier vom Furzwellenraum. Nicht Furzwellenraum, ist der mittlere quasi nach dem Absprung. Hinter der Brücke ist der Furzwellenraum und der andere ist da, wo ich jetzt alleine rumstehe. Also ich stehe... Da, wo auch der Eco-Tree... Aber da stehe ich, glaube ich, auch, weil ich bin dort, wo die Catwalks sind. Ja, aber das ist ja falsch. Achso, das ist falsch. Nee, da ist richtig. Da siehst du, ich bin voll richtig hier. Also der Furzwellenraum, den wollte ich dann quasi zur Not alleine machen, weil da noch ein paar Gimmicks mit reinkommen, wo ich erstmal noch in mich gehen muss. Okay, ja, aber also auf jeden Fall kommt aber man... was soll denn hier rein? Ja, auch so ein bisschen unten. Also unten soll so ein bisschen Pflanzenwerk, damit sich das, was dann auf die Spieler wartet, nicht so einsam fühlt. Genau, und hier kann man leider noch nicht ran an den Echo Trees Crafting Table. Ja, komm sofort. Mit dem Dietrich. Ich habe meinen leider vergessen. Anni, versuch mal hier rüber zu kommen. Was? Rüber? Schaffe ich, Hiro, schaffe ich. Ey, schaffe ich nicht. Warte mal. So nicht. Nein. Moment. Aber ich greife mich jetzt nichts an hier. Warum ist denn jetzt eigentlich das blöde Fadenkreuz dran? Das haben wir doch deaktiviert eigentlich. Also bei mir ist es nicht, aber geh mal bitte weg. Die ist jetzt da zugepatcht. Achso, nee, das ist Chris, das bist du jetzt. Das ist auch schön. Ach man, Hiro! Noch. Komm mit der Armbrust an. Hier wird schon mal fleißig geübt. Komm, mit dem Pinsel, hallo? Na klar! Wollte ich mal pinseln hier. Hey, Mario, nicht von unten, das ist so. Diese Chris, so geht das los hier. Das, was du schön gebaut hast, und die legen ja gleich los. Ja, die Viecher sind, also hier, Geier ist gerade draußen aggro. Ja, das ist, weil nicht was jemand gehauen hat. Das sieht geil aus. Nein. So, und das Schöne ist, ich habe jetzt unten alle gefangen. Nein! Na toll! Du kannst mich doch nicht einsperren mit dem. Was hast du denn hier für einen Speer? Sag mal. Ja, Hiro hat einen Speer am Bein. Hallo, du kommst mit dem Speer angerannt. Ja und? Nicht umbringen. Nein, habe ich nicht vor. Ist okay, ich packe Speer. Ich glaube, ich kipp gleich um. Oh Gott, nein. Nicht, dass der Hiro hier stirbt. Das wollen wir nicht. Mario ist jetzt hier voll im Extra-Modus hier mit seinem Fadenkreuz. Oh Mann. Ich dekoriere schon mal los, ne? Ihr seht schon mal, die Vorübung quasi auf Freitag. So. Mir steckt da was im Kopf. Mir steckt ganz viel im Kopf. Gucken, sinnvolles und weniger sinnvolles. Hier oben ist natürlich mies. Das ist sinnvoll. Nein! Ist Hiro tot? Im Runterspringen ist aufgefallen. Das sah sehr episch aus. Ich hab nicht mal. Ja, also die einzige Bedingung quasi an dem, was wir da jetzt basteln, das ist, dass da nichts dabei ist, was irgendwie buggen könnte. Also, wo dann irgendwelche Viecher sich festbuggen. Jetzt hast du mir noch Narko-Dinger reingepumpt. Also irgendwelche Gräser, wo man locker lässig durchlaufen kann. Okay, ja, das kriegen wir hin. Ich baue einfach mal hier ein bisschen was. Ich hätte baut ihr mal. Ich hätte leider keine Stimulants bei, sonst hätte ich die nie gegeben, aber... Die Bäume sind jetzt zu groß. Müssen mal gucken, was hier noch so klein war an Zeugs. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Also ich habe das Ding auch doppelwandig gebaut. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwelche Fahnen oder sowas genau an den Rand stellen, dann sieht man die von außen nicht. Ah ja, weil, cool. Weil da ja so ein Hohlraum ist von einer Foundation. Stimmt. Also eigentlich ist das Gebäude 5x5 breit, aber der Schlauch hier ist nur 3 breit. Ja, das ist ganz geil. Aber stimmt, das war schon breiter oben als innen. Jetzt, wo du sagst. So, Umcraft. Hier ist auf jeden Fall genug Zeug drin, dass man sich ordentlich austoben kann. Was ist denn das hier? Bäume, die sind zu groß. Aber wir können ja eh nicht bauen hier. Das fällt mir gerade ein, ja. Stimmt. Ja, das ist natürlich schade. Vorbereitung pur. Ja, das muss halt so. Das macht aber auch nichts. Ich meine, wir können Chris ja noch einfach ein bisschen zugucken beim Baum. Beim Bauen vor allen Dingen. Ja, doch. Hallo, springst du da gerade auf mir rum? Was, Hiro? Voll, nein. Ich nehme dich nur mit, du bist mein neues Könnt Spielzeug. Könnt ihr euch auch kurz in den Tribe einladen und Hiro lädt euch dann generöserweise wieder zurück. Wieso stehe ich hier oben? Stimmt, das könnten wir... Hä, also das backt hier gerade rum. Ja, das könnten wir auch machen. Das wäre natürlich eine Idee. Dann machen wir das doch so. Wir können Hiro nicht Tribe-Ownership geben, das geht nicht. Das geht nicht. Macht nur Blödsinn. Ja, da kommen wir nie wieder rein. Ach klar. Dann ist zu Hause Laden dicht. Ja, Pflanzen ballern euch ab, wenn ihr kommt.
Also sturmfrei. Und die Tiere sind auch weg. Außer die Dodos. So, ich bin schon mal übergewandert. Ich kann jetzt bauen. Das also ich muss jetzt einfach Giro, verlassen? Oder Giro, wie? Nee, du brauchst gar nichts machen. Du musst einfach nur annehmen, wenn Christian hier einlädt. Wir haben die Chance jetzt unseres Lebens. Was, die Chance eures Lebens? Endlich die Zweier-Männer-WG. Richtig echt geil. Na. Anni ist raus. Die Zweier-Männer-WG, ey. Ringelpiez mit anfassen. Ja, ist neidisch, wa? Wenn ja, du den machen kannst. Stein und so einen Kram kannst du auch hinbauen. So, ich bin auch raus. Nee, keine Steine. Hast du mal zugehört? Keine Steine, Mario hört nicht zu, Chris. Können. Merkst du das? Mario hört nicht zu. Er sagt immer, dass ich nicht zuhöre. Die Steine das Problem ist auch, raus. Wenn wir da unten so größere Steine bauen, so wie die Brüste oder die Arschbacken von dem Bronto, dann könnte da ein Spieler halt aufspringen und dann hier vielleicht wieder auf diese Catwalks kommen. Und das wollen wir ja nicht. Ja, ich glaube nicht, dass da einer hochkommt. Wobei ich Hiro gerade auch nach oben gekriegt habe. Das war ja, ich habe Hiro hier so ein bisschen vorne, nee, weil er vorne im Runterfallen ist er umgekippt. Deswegen ist er wieder oben. Nee, ich habe ihn ja unten weggeschleppt. Ja, und dann ist er aufgestanden und stand direkt wieder oben. Na, weil er vorne beim Umfallen noch oben war. Naja. Also eins bin ich mir sicher, bewusstlos wird hier unten keiner liegen. Super. Das kommt drauf an. Sagt schon wieder alles. Man kann sich ja totstellen. Totstellen. Oh Mann, das Ding hier ist, das ist glaube ich zu krass, oder? Warte mal. Aber ich glaube, es wird geil, wenn man da oben nicht mehr ganz so viel sieht. Ist das zu krass? Hier so eine Palme? Ja, ich kann durchlaufen, das ist gut. Das ist gut, okay. Dann ist es nicht bei dem, was Hiro da baut, das würde ich eher an den Rand stellen, weil ich hier blockt irgendwas. Also da könnten die Tiere, die da hier unten rumlaufen... Blocken. Nee, da draußen ist irgendein Schwanz, der blockt. Ein Bronto-Schwanz. Der ist hier gerade durchgepeitscht. Was übrigens geil wäre, wenn das Ding ja nicht ganz gerade wäre, sondern irgendwie, weiß ich nicht, so ein Schlenker machen würde. Ja, aber dann kann man viel besser rüberspringen oder so. Das macht es wahrscheinlich einfacher. Nee, wieso rüberspringen? Wenn der Ding hier breit genug ist, dass du nicht rüberspringen kannst, dann springst du doch nicht rüber. Aber dass du nicht einfach durchpesen kannst. Naja, ich meine, die Ersten, die hier ankommen, die haben ja das Recht, da ruhig durchzupesen. Ja, und, stimmt. Das wird ja nicht so ganz da bleiben. Also für euch muss ja auch ein bisschen Überraschung sein. Das sieht am Ende ganz anders aus. Sag's doch einfach. Das ist hier nur so ein Deko-Ding. Das ist nur Beschäftigungstherapie. Genau, das ist hier. Ich zeig euch mal so ein bisschen was und so wird's eh nicht aussehen. Eigentlich mal ein ganz anderes Event am Samstag. Ja, ich glaube auch. Eigentlich ist das ganz woanders und er hat uns jetzt verarscht. Ja. Also, um uns in Sicherheit zu wiegen. So. Der Bronto nervt das schon ein bisschen. Ja, der Bronto ist. Könnten wir mal vielleicht den Bronto umbringen? Nee, oder ihr? Können wir überhaupt noch auf die Tiere drauf jetzt? Ach so, nee. Ja.